Das muss auf jeden Fall aufhören, weil das einfach menschenverachtend ist und menschenunwürdig ist. Aufhören soll das sogenannte Racial Profiling. Dazu fand im Bahnhofstunnel in der Hamburger Straße ein Flashmob statt. Als Racial Profiling bezeichnet man das Handeln von Polizei-, Sicherheits- und Einwanderungsbeamten, das auf Kriterien wie nationaler Herkunft, Religion oder ethnischer Zugehörigkeit basiert. Die Aktion stellte sich gegen die europaweite Polizeioperation Amberley 2015, die durch verstärkte Passkontrollen illegale Flüchtlinge aufspüren soll. Teil des Flashmobs war es um Punkt 18 Uhr, den eigenen Ausweis auf Kopfhörer zu halten. Getreu dem Motto, wir schauen nicht weg, sondern machen auch unsere Identität sichtbar.